Tim hat im Jahr 98, habe ich ihn kennengelernt, im Jahr 99 hat er 11.000 D-Mark pro Jahr an Steuern gezahlt. So, jetzt machen Sie mal einfach für sich Folgendes. Wie gesagt, ich will das überhaupt nicht wissen, ich will das auch gar nicht sehen. Schreiben Sie mal auf Ihren eigenen Zettel, wie viel Steuern Sie im Jahr zahlen. Ich hoffe, Sie wissen das. Der eine oder andere guckt schon betreten und sagt, weiß ich gar nicht. Sonst gucken wir mal, was Sie im Monat zahlen. Damit meine ich Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag, Einkommensteuer, ja, nur diese Posten. Bei Tim waren das 11.000 D-Mark. Tim war damals 25 oder 26 Jahre jung oder alt, je nachdem. Und wusste, dass er irgendwie bis 68, 69 arbeiten müsste. Na, der hat schon mal gleich die nächsten Rentenreformen vorweggenommen. Ja, wir haben gesagt, okay, dass er noch ungefähr 44 Jahre arbeiten muss. Ups, 44. Ja? Schreiben Sie einfach mal auf, ja, wenn Sie mit 65 in Rente gehen, mit 67, mit 69, wann auch immer, Ihre 44. So, 11.000 mal 44, das ist Gott sei Dank verhältnismäßig leicht zu rechnen. Na, das ist grob. Grob. Ja? Also einmal 444.000 D-Mark musste er sein Arbeitsleben noch zahlen. Und das auch nur vorausgesetzt, dass die Steuern nicht erhöht werden und dass sich auch sein Einkommen nicht erhöht. Ja? Nur, dass das mal, ja, das, ne? So, das war die eine Position. Die andere Position, was ist sonst der andere Block? Hier sind schon ein paar unter Ihnen, für die das nicht mehr zutrifft, aber für den normalen Miete, super. Klasse, ja? So, bei ihm war das Verhältnis ein bisschen bescheiden. Er zahlte 450 D-Mark an Kaltmiete im Monat, mal 12 Monate. Ich habe mich Gott sei Dank vorbereitet, deswegen weiß ich das aus dem Kopf. Sind das 5.400 D-Mark im Jahr? Jetzt nehmen wir mal an, er hat ja wahrscheinlich vor, länger irgendwo zu wohnen, als er arbeitet. Wir haben uns damals geeinigt, dass er, glaube ich, noch 55 Jahre, also männliche Durchschnittserwartung, Lebenserwartung so 80 Jahre, ja, 55 Jahre lang 5.400 D-Mark an Miete zahlt. Wer rechnet mal eben kurz mit? Ich helfe Ihnen. Also es sind 297.000 D-Mark. Wir runden das jetzt mal auf 300.000 auf, okay? Ja, so. 300.000. So, oder das jetzt mal zusammenrechnen. Ja, einverstanden. Ich bin auch immer, ja, hier sind keine Schwaben anwesend, wir können das aufrunden, großzügig, okay? Ja, ja, ich habe einen Kollegen, der macht im Schwabenländler-Seminar, also weder stimmt die dritte Nachkommastelle nicht. Ja, also da gibt's schon, fliegen schon die Tomaten, so ungefähr. Er hat mal ein Seminar hier in Hamburg gemacht und sagte, Mensch, die sind ja ganz entspannt, die Norddeutschen. Ich so, jo. So, 744.000 oder aufgerundet 750.000 D-Mark, Miete und Steuern. Und wir haben damals uns überlegt und gesagt, okay, wie sieht es denn aus oder wie wäre es, wenn wir 10, 20, vielleicht 30% dieser Summe langfristig in eigenes Vermögen umwandeln. Ja? Also ich runde jetzt, wie gesagt, mal auf, 750.000. So, und dann sagen wir ein Drittel. Ist noch einfacher zu rechnen, wenn wir davon hier 250.000 D-Mark langfristig über 30, 40 Jahre in eigenes Vermögen umwandeln könnten. Da sagte Tim damals, jo, das wäre interessant. Baufinanzierung? Schütt.